Adrian Muff, wie sind die Mostobst-Anlieferungen dieses Jahr? Hier in unserer Region gibt es recht viele Beeren. Es gibt gute Beeren. Aber Äpfel ist sehr mager. Sehr schlecht. Kann man das mengenmässig sagen? Es ist noch schwierig zu sagen. Jetzt, vielleicht kommen noch mehr Äpfel vor, als man meint. Aber im Moment, ich muss auch noch etwas absagen, was irgendwie ein bisschen vom Ast bestellt wird. Da müssen wir es wirklich zurückhalten, weil wir nicht wissen, wie viel es gibt. Und wie viel verarbeitest du etwa pro Jahr insgesamt? In einem normalen Herbst ist das etwa 1000 bis 1500 Tonnen. Beeren und Äpfel zusammen. Und die Entwicklung über die Jahre, nimmt sie hier zu oder ab? Die ist etwa gleichbleibend. Die Menge ist etwa gleich. Es ist einfach so, früher hat man von einigen Kunden die gleiche Menge gehabt. Und heutzutage sind das viel mehr Kunden, als man auf die gleiche Menge kommt. Wie ist der Absatz? Geht das vor allem in Grosshandel oder via Hochstamm Seetal auch zu Haufen kleinen Abnehmer? Wir tun heuer wieder wahrscheinlich fast alle Apfelmost für uns selber einmachen und abfüllen, weil es nicht viel gibt. Und die Bärenmost geht einen Haufen fort in Grossmostreihen für Birnell. Und normalerweise ist es etwa 10-20%, die wir selber brauchen. Manfred Moser, gibt es viel Mostopf das Jahr bei dir? Bei mir gibt es vor allem Beeren, Gaumost. Der Rest ist verrohren im Frühling. Also Hochstämme, die verrohren sind? Ja, ja. Alles Hochstämme. Wirklich, Asper, gibt es viel Mostopf das Jahr? Es gibt viel weniger als andere Jahr. Sie haben auch auf der Nordseite nichts. Dort sind sie verrohren wahrscheinlich. Also Beeren und Äpfel oder vor allem Äpfel? Beeren vor allem. Ja, also Äpfel. Beeren viel verfroren. Ja, und Äpfel gibt es sowieso nicht viel. Was ist jetzt das hier? Das Hochstamm Seetal-Schorli. Und der meiste Apfel. Wie kommt es hier vor? Es läuft sehr gut. Adrian Muff, wie lange geht so ein Pressvorgang? Ein Pressvorgang geht bei den Beeren etwa eine Stunde. Bei Äpfel fast 2 Stunden. Wie viel hast du hier drin? Es wird rund 5 Tonnen verarbeitet. Sind wir hier ja 2 Pressen, es ist nur eine in Betrieb, weil es einfach das Jahr entsprechend wenig Menge bringt. Jetzt hier, wo es auch für Beeren gibt bei uns. Die Beeren gehen relativ schnell zum Pressen. Im Moment länger können wir eine Betriebe. Letztes Jahr hat es auch für Öppel gegeben. Es hat sehr häufig Beeren gekommen.